In einem meiner letzten Videos habe ich Zaubertricks auf Amazon bestellt, die nur eine 1-Stern-Bewertung hat. Gemeinsam haben wir diese Zaubertricks nach und nach getestet und herausgefunden, woher kommt diese schlechte Bewertung und ist sie berechtigt oder nicht. Einige haben sehr schlecht abgeschnitten, einige aber wiederum besser. Dabei ist mir dieser Zauberkasten aufgefallen. Ein Zauberkasten, der eine 1-Stern-Bewertung hat, von mehreren Leuten bewertet, durchschnittlich 1 Stern. Und da habe ich mich gefragt, woher kommt das? Warum ist dieser Zauberkasten so schlecht bewertet? Und vor allem, wenn man bedenkt, ihr habt mir ganz fleißig in die Kommentare geschrieben, ey Matti, ich kenne diesen Zauberkasten, den habe ich selber mal gehabt und ich persönlich fand den eigentlich mega cool. Das habe ich zahlreich gelesen unter dem Video und umso mehr frage ich mich, warum hat dieser Zauberkasten nur eine 1-Stern-Bewertung? Das klingt nach einem Fall für Detektiv Matti. Erstmal vorweg ist gut zu wissen, das hier ist im Prinzip die englische Version von diesem Zauberkasten hier. Die deutsche Version wird dabei von Cosmos produziert und verkauft und die englische jetzt in dem Fall hier von Hanky Panky. Was, Bruder? Aber sonst dürfte exakt dasselbe drin sein. Wir gucken einfach mal rein, was ist hier drin, was kann man damit machen, kann man wirklich 150 Zaubertricks damit lernen und warum ist das Ganze so schlecht bewertet? Wenn man das Ganze aus der Box rausnimmt, sieht man erstmal das hier. Hier sind sämtliche Items. Wir sehen Bälle, wir sehen hier Schaumstoffkaninchen, einen Zauberstab, Becher für eine Cups-and-Balls-Routine, Chinese Linking Rings sind auch mit dabei. Das hier ist irgendwie leer. Detektiv Matti. Spielkarten sind am Start und die sind zum Gedankenlesen gedacht. Also schauen wir gleich mal, warum. Hier ist noch irgendwie was. Ich würde sagen, wir öffnen das Ganze mal. Auf jeden Fall ist hier auch noch eine Anleitung mit dabei. Also die sind hier so nach und nach erklärt, durchnummeriert. Hier sind Bilder mit dabei, die sind ganz klein und in schwarz-weiß. Aber es ist actually okay. Also man kann alles erkennen, was zu erkennen ist. Und es werden noch einige ganz coole Routinen erklärt. Also es sind teilweise einfach Kartentricks, die erklären. Also diese 150 Tricks, die hier draufstehen, ist so wie immer in einem Zauberkasten, dass von den 150 Stück so 120 oder so alleine mit dem Kartenspiel gemacht werden, weil einfach super viele Kartentricks dann erklärt werden. Das Fach, das hier verwirrenderweise leer war, das ist einfach nur hier links rüber gerutscht, aber das hier gehört eigentlich hier hin. Wir machen das diesmal richtig brutal ausführlich. Ich lese mir für jedes Item erstmal durch, was sieht die Anleitung denn vor? Was für einen Trick soll man damit machen? Ich übe den ein, dann zeige ich euch den Trick, dann sage ich was dazu. Das ist jetzt der Ablauf für heute. Bevor ich jetzt loslege, würde ich gerne erstmal wissen, woher kam die schlechte Bewertung. Das Problem ist, der Zauberkasten wurde nur zweimal bewertet und beide Male ohne Kommentar. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute einfach zu lost waren, um zu checken, dass das ein englischer Zauberkasten ist. Ich kann mir vorstellen, dass Leute den deutschen Zauberkasten haben wollten, aus Versehen diese Version bestellt haben. Das Tutorial ist komplett auf Englisch, alles an Text ist komplett Englisch. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, daher weht der Wind. Aber vielleicht kann es auch an sehr schlechter Qualität des Zauberkastens liegen. Das checke ich jetzt aus. Ich würde sagen, den Anfang machen heute unsere Cups and Balls. Das ist Trick Nummer 1 in der Anleitung. Ich weiß, die Bälle sehen jetzt hier so ein bisschen aus wie Käsebällchen, aber ist okay. Ganz bekannte Standardroutine. Wir haben 3 Becher und 3 Bälle. Beginnen wir mit Ball Nummer 1. Der kommt nämlich auf den Becher drauf, ja, da drauf. Aber er durchdringt den Becher, den Becher, indem wir einmal hier den Knopf drücken und schon ist er durch den Becher durchgedrungen. Okay, das Ganze können wir gerne wiederholen mit Ball Nummer 2. Zack, auch Ball Nummer 2 durchdringt so den Becher. Und das war's schon. Da ist er. Fehlt nur noch ein einziger. Okay. Alright. Ball Nummer 3. Zack. Zack. Und das war's schon. Und da sind alle 3 Bälle und alle 3 Becher. Also, die Becher hier sind aus Plastik. Klar, das sind jetzt keine mega wunderschön perfekt verarbeiteten Becher, aber ich sag mal, zum Einüben reicht das völlig aus. Und durch die Farbe und durch dieses matt glänzende, finde ich, sieht das in der Vorführung auch gar nicht so schlecht aus. Ich finde, so ein Kind kann damit auf jeden Fall auf dem Kindergeburtstag definitiv schon mal auftreten. Gar kein Problem. Als Erwachsener sieht das ein bisschen weird aus, wenn ihr mit solchen Plastikbechern kommt. Bei mir haben 2 der Becher leider eine Macke. Der Becher einmal hier vorne, wie ihr seht, ja, und der Becher hat hier vorne eine Macke. Ich weiß jetzt nicht, ob das beim Transport passiert ist, bei der Produktion, wie auch immer. Das ist halt ein kleines Fehlerchen und das mindert definitiv die Qualität des Produktes, ist aber nicht gleich 1 Stern wert. Von mir bekommen diese Cups and Balls 4 Sterne. Es ist nicht nur die eine Basisroutine, die ich euch jetzt vorgeführt habe, erklärt, sondern auch noch einige mehr. Klar, die Becher sind aus Plastik, aber für den Preis, ich habe jetzt 30 Euro bezahlt für den ganzen Zauberkasten, wo ja etliche Items drin sind, muss man sich nicht wundern, dass die Sachen dann aus Plastik sind, ja. Wenn ihr wirklich hochwertige, wunderschöne Becher benutzen möchtet, dann reichen 30 Euro nicht mal aus, alleine für die 3 Becher, ganz abgesehen von den ganzen anderen Tricks. Die Kügelchen sind auch okay, die sind jetzt hier so aus Baumwolle, glaube ich. Die haben einen etwas härteren Kern und außen sind sie schön weich. Das ist ganz praktisch, dass sie zusammendrückbar sind. Das macht die ein oder andere Palmage natürlich einfacher. Okay, ist abgehakt. Next, please.
Trick Nummer 2 geht es um dieses magische Kästchen hier. Ihr seht, das Ganze ist leer, ja? Hallo! Aber, wenn ich meinen Finger schnippe, dann kommt hier wunderschönes Konfetti raus. Okay, das ist sehr schwer und deswegen kam es nicht wunderschön rausgeflogen, sondern einfach nur Platsch in meine Hand. Das will ich nochmal schöner probieren. Moment, leeres Kästchen und Achtung. Na gut. Ja, ist auf jeden Fall süß und erfüllt seinen Zweck. Also es wird jetzt nicht jeden Menschen des Todes fuhlen, aber ist okay. Im Heft wird außerdem auch noch erklärt, wie ihr auf die Weise ein Tuch aus dem Nichts zaubern könnt. Aber mir ist aufgefallen, in den Zauberkasten ist gar kein Tuch mit drinne. Das würde mir fehlen an der Stelle. Aber ansonsten bekommt das von mir 3 Sterne. Also wieder ein Item, das nicht einen Stern wert ist. Welches dieser beiden Stücke ist größer, gelb oder blau? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das Ding ist, ob ihr es glaubt oder nicht, und ich halte die jetzt auch nicht irgendwie versetzt oder so, ich halte die wirklich exakt nebeneinander. Diese beiden Stücke sind exakt gleich groß, wie ihr seht. Ja, könnt ihr das erkennen? Die sind exakt gleich groß. Deckungsgleich. Also optische Täuschung, egal was der Zuschauer sagt, er liegt immer falsch, weil sie sind gleich groß. Wow. Leute, ist jetzt nicht sonderlich magisch. Ist jetzt, finde ich, nicht wirklich ein Zaubertrick, deswegen 2 Sterne. Aber der Vorteil davon ist, man kann das ganz gut für eine Einleitung benutzen, denke ich. Also ich denke, du kannst wirklich, wenn du einen Zaubertrick hast, der nach optischer Täuschung aussieht, ja, ich nutze gerne auch selbst dieses Motiv. Ist das hier wohl ein Zaubertrick oder ist es eher eine optische Täuschung? Zum Beispiel bei diesem Trick hier, den ich euch mal vorgeführt habe, da habe ich eine Karte in 2 Hälften zerrissen und über Perspektive gesprochen. Denn wenn man jetzt eine Hälfte näher an die Kamera hält, erscheint diese Hälfte natürlich viel, viel, viel größer als die andere Hälfte. Aber in Wahrheit ist das eine Stück viel größer als das andere. Cool. So, wenn ihr zum Beispiel so einen Zaubertrick vorführen möchtet, dann finde ich, könnte man das ganz gut als Einleitung benutzen. Was glaubst du, welches Stück ist größer? Du glaubst, das hier ist größer? Nope, die sind beide exakt gleich groß. So täuscht uns manchmal unser Auge. Ich habe noch ein anderes Beispiel dafür und da würde ich dir gerne einmal die Frage stellen, glaubst du auch, das ist eine optische Täuschung oder glaubst du, ich habe Zauberkräfte? So, und dann kommt der entsprechende Zaubertrick. Finde ich dafür ganz praktisch. Nichtsdestotrotz, man kann nicht sonderlich viel mehr damit anfangen, deswegen nur 2 Sterne. Sag mal, Lampi, ich habe mal so eine Frage. Kannst du mir vielleicht helfen? Warum hat dieser eine User da noch keinen Daumen nach oben auf dieses Video dagelassen? Ich weiß nicht, vielleicht hat er es ja einfach vergessen. Als nächstes kommen wir zu einem Zaubertrick, für den ihr, wenn ihr den auf dem Kindergeburtstag vorführt, einfach instant ins Gefängnis kommt, wenn ihr das möchtet. Klingt gut? Nice. Also, erstmal haben wir hier Kaninchen Nummer 1, das hier ist Robert. Robert bekommt der Zuschauer in die Hand und soll seine Hand um Robert schließen. Abgesehen von Robert habe ich hier außerdem noch Antonia. Und das Problem ist, wenn man Robert und Antonia, also Männlein und Weiblein, zusammen in die Hand des Zuschauers steckt, er soll seine Hand schließen, dann muss man gar nicht so lange warten und diese Karnickel verbreiten sich wie die Karnickel. Und plötzlich schlüpfen 3 kleine Babykaninchen aus diesen 2 großen erwachsenen Kaninchen. Klingt gut? Bienen, Blümchen, Knast. Nice. Gut, ist jetzt nicht der stärkste Trick aller Zeiten, aber das ist halt der, der in der Anleitung erklärt wird. Damit könnte man wirklich kreativerweise auch echt lustiges Zeug machen. Sind halt einfach Schaumstoffkaninchen. Qualität ist genau, wie man es erwarten würde. Da ist nichts Enttäuschendes, aber auch nichts Krasses dran. 3 Sterne. Aber ich habe keinem einzigen Item bisher einen Stern geben müssen. Ich fand bisher noch nichts so richtig kacke. Also ich verstehe diese 2 losten Leute auf Amazon nicht. Ich bin der festen Überzeugung, die waren einfach nur zu lost, um zu checken, dass es der englische Zauberkasten ist, obwohl es auf den Fotos drauf stand. Bei diesem Trick geht es um diesen Ball hier, der so ein bisschen aussieht wie so eine Clownsnase, ja. Den können wir nämlich mit einem einzigen Handgriff ganz bequem umfärben in die Farbe gelb. Aber das Ganze funktioniert nicht nur mit diesem gelben Ball hier, nein, man könnte jetzt auch diesen blauen Ball auf genau diese Art und Weise rot färben. Denn dann hat man wieder diesen ewigen Kreis hier und kann die Bälle die ganze Zeit hin und her färben. Schon ganz praktisch. Mit dem gleichen Gimmick könnte man übrigens auch einen Ball verschwinden lassen und dann auch den letzten Ball verschwinden lassen. Ja, mein Ballhandling ist nicht so gut. Also ja, ich bin jetzt kein krasser Ballzauberer, aber die Qualität ist okay. Es ist Plastik, Leute. Das sind jetzt keine guten 70-Euro-Bälle, die man sonst so für die Manipulation benutzt. Ganz klare Sache. Das heißt, die Erklärung ist, finde ich, auch an der Stelle nicht ausführlich genug. Deswegen, da gibt es auch nochmal Punktabzug. Deswegen gebe ich dem Ganzen echt nur 2 Sterne. Aber als Einstieg in die Ballmagie finde ich das absolut okay. Als nächstes steht in der Anleitung das hier. Okay, das machen wir nochmal. Als nächstes steht in der Anleitung das hier. Und da freue ich mich jetzt mit am allermeisten drauf. Das Kartenspiel hier. Okay, die sind noch verpackt. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die Qualität absolut miserabel ist. Yep. Oh je. Ah. Was sagt ihr zum Fächer? Ist gut, oder? Total, oder? Oh je.
Na gut, aber es ist immer so. In solchen Zauberkästen, da kann man jetzt nicht von der krassen Qualität der Karten ausgehen. Ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Deck ist markiert. Kreuz 7 dürfte das sein. Ja. Herz Dame. Okay. Achso, Lul, ich hatte euch die ganze Zeit die Erklärung in die Kamera. Wait a minute, das ist nicht nur ein Marktdeck. Das ist gleichzeitig auch noch ein Stripper-Deck. Achtung. Wir heben ab exakt zum Peak Ass, okay? Da ist es. Nicht nur das, ich habe hier einmal die vier Asse rausgesucht, ja? Alle vier. Oh, ich sehe gerade, wenn man es gegen das Licht hält, dann kann man durch die Karten auch das Backdesign sehen. Das ist jetzt nicht so schön, aber okay. Wir verlieren die vier Asse an vier verschiedenen Stellen im Kartenspiel, okay? 1, 2, 3 und 4. So, könnt ihr gut sehen, auch wenn das sich nicht so gut auffächern lässt. Aber ihr seht, die vier Asse sind an vier unterschiedlichen Stellen im Kartenspiel. Und dort lassen wir sie jetzt verschwinden. Und als Zauberer ist es jetzt natürlich unsere Aufgabe, die Asse zu finden. Und das Ganze in einer ganz simplen Cut-to-the-Aces-Routine. Schritt 1 ist jetzt erst einmal, ich finde das erste Ass. Ganz simpel. Das Kreuz, das ist das Einfachste gewesen. Aber das Ding ist, jetzt könntet ihr glauben, ja gut, das passiert alles in deinen Händen, ist ja kacke. Jetzt könnten wir das Ganze natürlich auch in die Hände des Zuschauers geben. Das symbolisiere ich jetzt einfach mal hier mit Hilfe des Glases. Jetzt hält der Zuschauer die Karten in der Hand und trotzdem finde ich das Herz Ass. Alright? Jetzt könnte man aber behaupten, aber Matti, du hast ja die ganze Zeit hingeguckt. Also finde ich das dritte Ass hinter meinem Rücken. Ja, genau an der Stelle. Da ist das Karo Ass. Und das letzte Ass findet sich meistens ganz simpel, einfach nur mit dem Schnippen eines Fingers. Exakt so. Da ist es. Ja, einfach ein markiertes Stripper-Deck. Eigentlich eine absolute Mega-Geheimwaffe. Eventuell etwas, was ihr in naher Zukunft auch bei Somnium Card sehen werdet. Aber fette Sache, gefällt mir. Die Qualität ist halt hundsmiserabel. Aber für all das, was ihr damit machen könnt, bin ich sehr positiv überrascht davon und gebe 4 von 5 Sternen. Ich lese in letzter Zeit vermehrt Kommentare wie: Matti, wann erklärst du wieder den nächsten Kartentrick? Früher hast du viel mehr erklärt. Ja, das hat viele Gründe. Das wisst ihr vor allem, wenn ihr meine Twitch-Streams verfolgt. Ich rede häufig darüber. Ich habe neulich auf meinem Zweitkanal zum Beispiel einen ganzen Real Talk zu dem Thema hochgeladen. Aber um es ganz kurz und knackig zu beantworten. Erstens, ihr klickt das Ganze nicht mehr so fleißig wie früher. Ich merke, der Großteil meiner Community hat weniger Interesse an einfachen Kartentrickerklärungen und mehr Interesse an Videos, in denen ich euch mithilfe von Zauberei unterhalte. Zweitens, ich habe alles an Grundlagen erklärt, was es zu erklären gibt auf meinem Kanal. Double Lift, Controls, Force, falsch mischen und so weiter. All das habe ich über die ganzen Jahre jetzt erklärt. Etliche Kartentricks ebenfalls. Deswegen ist die Rate jetzt natürlich viel weniger, als sie früher war. Und drittens, ich habe auch nicht so viel Lust, euch jede Woche für Woche immer wieder schnell was Neues einüben, irgendwie in der Praxis testen, ein bisschen Erfahrung sammeln, raushauen. So war es früher eine Zeit lang, das finde ich absolut kacke. Ich nehme mir lieber mehr Zeit dafür. Dann kommen seltener Tutorials, aber dafür sind sie durchdacht, dafür ist ganz viel Tiefe da drin und ich habe das Gefühl, dass ich euch etwas Gutes damit tue und nicht einfach nur easy einen Upload raushaue. Wisst ihr, was ich meine? Nichtsdestotrotz verstecke ich jetzt in diesem Video hier ein Kartentrick-Tutorial. Den habe ich euch vor sehr vielen Jahren schon mal erklärt, aber vielleicht schaffe ich es ja trotzdem, euch hiermit zu täuschen. Wir haben die vier Asse. Eins davon kommt einfach mal hier vorne in mein T-Shirt rein. Normalerweise macht man das jetzt in die Brusttasche vom Hemd. Übrig bleiben diese drei Asse und eure Aufgabe ist es, ihr verfolgt bitte das Karo Ass. Gut aufgepasst, okay? Achtung. Wisst ihr, wo sich jetzt das Karo Ass befindet? Ich weiß, das ist vielleicht etwas kompliziert, aber falls ihr diese Karte hier gesagt habt, liegt ihr damit leider falsch. Falls ihr diese Karte hier gesagt habt, liegt ihr auch damit leider falsch. Und falls ihr diese Karte hier gesagt habt, dann liegt ihr damit besonders falsch, denn das Karo Ass befindet sich die ganze Zeit exakt hier vorne. Und falls ihr nicht geht, wie das Ganze funktioniert, dann erkläre ich es euch jetzt. Hä? Ihr zeigt den Zuschauer so die vier Asse, ja, dass sich ganz hinten das Herzass befindet, dann Karo und dann die beiden schwarzen Asse. In der Reihenfolge soll sich der Zuschauer genau konzentrieren auf die Asse. Jetzt glaubt der Zuschauer, wir nehmen dieses Ass hier, also das Herzass, und platzieren es in unserer Brusttasche oder hier vorne. Eigentlich holen wir uns jetzt aber das Karo Ass. Dazu könntet ihr in einem Moment der Ablenkung einfach sagen, okay, pass auf, gut aufgepasst, okay? Euch einfach so aus dieser Position hier die zweite Karte greifen und es sieht aus, wenn es in einem Offbeat passiert, konzentriere dich ganz genau, okay? Da sieht es so aus, als hättet ihr das obere Ass gepackt und es fällt niemandem auf, vertraut mir. Ansonsten
für die Pros unter euch, ihr könnt jetzt natürlich einen Second Deal benutzen, beispielsweise den Push-Off-Second Deal und so dann das Karo Ass in euer T-Shirt befördern. Wichtig ist nur, der Zuschauer glaubt, ganz oben liegt das Herz Ass und genau dieses Ass würde jetzt hier in unser T-Shirt wandern, aber eigentlich wandert hier das Karo Ass rein, okay? Ich stecke das jetzt einmal wie in der Performance gerade auch hier vorne bei mir ins T-Shirt. Jetzt habe ich noch diese drei Asse übrig, ja? Ganz hinten befindet sich hier das Herz Ass. Achtet darauf, dass ihr es genau andersrum habt, nämlich so rum. Ja, die Spitze muss nach oben zeigen. Dann könnt ihr nämlich Folgendes tun. Ihr bewegt jetzt hier das Herz Ass ganz hinten in die Mitte zwischen die beiden Karten. Und wenn ihr so die Karte präsentiert und ihr könnt es einfach so etwas kontrollieren, dann sieht es aus, als wäre das hier das Karo Ass. Ist aber eigentlich das Herz Ass. Ja, völlig logisch. Also noch einmal, hier in dieser Reihenfolge habt ihr die Asse und ihr sagt, konzentriere dich bitte ganz genau. Ihr geht in diese Position hier rein, zack, sodass das oberste Ass das in der Mitte ist. Und ihr seht von vorne, okay, jetzt sieht man noch kein Symbol. Ich schiebe es nur so weit hoch, bis hier der Karo-Effekt erzeugt wird. Wenn ich es zu weit nach oben schiebe, sieht man hier diese Lücke. Und anhand dieser Lücke erkennt man, dass es das Herz Ass ist. Also, das darf man nicht sehen, es muss etwas weiter unten sein. Alright. So wäre beispielsweise die Illusion perfekt. Das sieht eindeutig nach dem Karo Ass aus. Und ihr sagt jetzt, du hast folgende Aufgabe. Konzentriere dich auf das Karo Ass. Wo landet das Karo Ass? Ihr dreht das Ganze um. Zack. Das war jetzt schon eine Schwierigkeit. Nicht jeder weiß jetzt, dass das hier das vermeintliche Karo Ass ist. Ihr bringt die jetzt etwas durcheinander. Vielleicht eher offensichtlich, vielleicht eher unoffensichtlich. Ihr könnt das natürlich auch auf den Tisch machen. Zack. Und ich ende dann immer so, dass das Herz Ass in der Mitte ist. Und zeige jetzt, falls du dachtest, das hier wäre Karo, liegst du falsch. Falls du dachtest, das hier wäre Karo, liegst du falsch. Und jetzt ist ja logisch, ja, da muss ja das in der Mitte Karo sein. Jetzt zeige ich, auch hier liegst du falsch, denn das war Herz und die wahre Karo-Karte befindet sich hier und war die ganze Zeit in Sicht. Schöner, ganz simpler Kartentrick. Falls ihr ihn noch nicht kanntet oder mein Tutorial schon wieder vergessen hattet, jetzt kennt ihr ihn. Kommen wir zum nächsten Item aus diesem Zauberkasten. Kommen wir als nächstes zum Zauberstab. Ich persönlich finde ihn etwas zu kurz, deswegen ziehen wir den noch etwas in die Länge und ihr seht hier auch, dass der nicht irgendwie einrastbar ist oder so, sondern dass das gerade wahre Magie war. Das hat definitiv nichts hiermit zu tun. Ja, einfach ein Zauberstab halt. Ich weiß jetzt, könnt ihr den beispielsweise zum Gummistab machen und so weiter. Das funktioniert vor der Kamera jetzt nicht so gut. Das kennen die meisten von euch, denke ich, das Prinzip. Könntet ihr ihn auch auf ganz einfache Art und Weise so zum Schweben bringen. Wow! Aber die Tricks, die erklärt werden im Heftchen, funktionieren alle nicht einfach nur mit dem Zauberstab, den wir hier haben, sondern, ey, falls du unsichtbaren Faden hast, dann brauchst du jetzt ein Stück Faden davon. Falls du X hast und Y, dann für Z ein. Also da sind super viele Tricks erklärt, wo wir aber all die Utensilien, die wir dafür bräuchten, gar nicht haben. Das finde ich ist eine Frechheit. Dann soll man diesen Zauberstab gar nicht mitliefern, sondern dann lieber etwas anderes mitliefern, wo auch wirklich das erklärt wird, was nur mit diesem Item funktioniert und man muss sich nicht noch 100 andere Sachen kaufen. Das gibt so viel Punktabzug von mir, dass ich jetzt zum ersten Mal in diesem Video einen Stern gebe für diesen Zauberstab. Ja, mein erster ein Stern für heute, aber alleine dadurch, dass ja auch einige 4-Stern- und 3-Stern-Sachen dabei waren, finde ich es trotzdem unfair, den ganzen Zauberkasten mit nur einem Stern zu bewerten. Und ich muss nochmal stänkern, hier ist ein Stück Seil dabei, okay? Es werden auch einige Seiltricks erklärt in diesem Heft und das ist absolut grässlich. Man kriegt das überhaupt nicht nachverfolgt. Wie macht man jetzt welchen Knoten? Wo geht welche Hand hin? Wo geht welcher Finger hin und so? Es ist überhaupt nicht schön erklärt. Die Bilder sind da sehr missverständlich. Auch hier muss ich sagen, gerade Anfänger, die sich diesen Zauberkasten holen und damit zaubern zu lernen, werden hier völlig eingeschüchtert sein und gar keinen Spaß dran haben. Das Seil ist halt so ein absolutes Standardseil. An der Qualität kann ich überhaupt nicht meckern. Aber was diese Anleitung angeht, da finde ich vom Prinzip her alleine schon, dass das so eine Schweinerei ist. Ein Stern Schmutz. Ich glaube, die optische Täuschung hier kennt so ziemlich jeder von euch. Wenn man das Rädchen jetzt dreht, ich versuche das mal relativ clean. Ja, das ist jetzt nicht perfekt, aber wenn ihr euch auf den Mittelpunkt konzentriert, immer weiter auf den Mittelpunkt schaut, dann zeichnet sich da mit der Zeit so ein schwarzer Kreis ab. Seht ihr das? Dass er sich so langsam so ein Kreis bildet. Vielleicht klappt es nicht bei jedem von euch. Aber dieser schwarze Kreis ist, ob ihr es glaubt oder nicht, der entwickelt sich immer weiter und weiter und weiter. Und daraus entsteht eine Münze. Absoluter Schrott, Junge. Also das finde ich, das ist absolut frech. Ein Stern. Dann haben wir hier die ganz klassische Münzfalle. Die habe ich schon 2 oder 3 Mal in Zauberkasten-Videos hier vorgestellt. Nehmt euch einfach mal eine von den früheren Performances ein. Ihr habt da eine Münze drinne und auf eine magische Art und Weise verschwindet die Münze aus dieser Falle heraus, obwohl ihr das Ganze mit Gummibändern eingeschlossen habt und sie kann eigentlich gar nicht rausfallen. Ja, Qualität wie gewohnt ist jetzt nicht der coolste Trick aller Zeiten. Was soll ich dazu sagen? 2,5 Sterne?
Linking Rings sind auch dabei. Ihr kennt alle das Prinzip. Man muss sie nur aneinander reiben. Und mit genug Reibung und genug Temperatur schmelzen sie ineinander. Ja, das Ganze kann man jetzt noch mit einem dritten Ring machen. 1, 2, 3 und das Ganze verschmilzt. Ja, sind halt absolut billige Plastikringe. Die sind auch schon häufig in solchen Zauberkästen dabei gewesen, die ich hier reviewed habe. Qualität ist nicht berauschend, aber es sind ein paar coole Tricks in der Anleitung dabei. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Da ist diesmal etwas mehr Kreativität, als ich das sonst häufig sehe mit drin. Deswegen würde ich einfach mal 3 von 5 Sternen geben. Es weiß halt jeder Zuschauer, wie das Ganze funktioniert. Aber abgesehen davon, optisch täuschen sie dann schon so ein bisschen, ne? Und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Ich habe jetzt auf die Schnelle kein sonderlich tolles Skript für diesen Trick, aber hier ist ein magischer Ring. Dieser magische Ring ermöglicht uns nämlich Folgendes. Theoretisch könnten wir so das Seil hierauf auffädeln, ja? Ist logisch. Das mache ich jetzt einfach mal nicht, sondern stattdessen winde ich hier so einen schönen Knoten in das Seil. Ich bin stets bemüht. So, exakt. So, ein geschlossenes Seil und ein Ring. Und jetzt gut aufgepasst, jetzt kommt nämlich die Magie. Und so springt der Ring auf das Seil auf unmögliche Art und Weise. Gut, ne? Ja, finde ich auch. Ja, den Effekt an und für sich finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Wenn man das Ganze übt, ist das actually ein sehr, sehr cooler Trick. Und da sind auch noch einige andere coole Sachen mit diesem Ring hier erklärt. Auch so ein cooler Color Change wäre theoretisch damit möglich. Achtung, boing! Ja, plötzlich ist er gelb. Das lässt sich natürlich, selbstverständlich, mit einer magischen Geste wieder rückgängig machen, ja, keine Frage. Das Ganze kriegt von mir 4 Sterne. Ich find's cool. Ein Fingerhut ist natürlich auch dabei. Achtung. Ja, gibt schon echt viel coolen Stuff, den man mit Fingerhüten machen kann. Und die Fingerhut-Tricks in der Anleitung sind auch mega. 4 Sterne. Und zum Abschluss habe ich für euch noch diese magische Karte hier. Was macht die so magisch? Naja, manchmal ist es so, dass auf einer Seite 1 Karo abgebildet ist und auf der anderen Seite 4. Manchmal ist es aber auch so, dass auf einer Seite 3 Karos abgebildet sind und auf der anderen Seite 6. Ich verstehe es nicht. Ja, kleine Spielerei kann man genau 10 Sekunden lang vorführen und dann schnell weg mit der Karte. Nächster Trick. Ich bin ganz ehrlich mit euch, Freunde. Ich würde diesem Kasten insgesamt 3 von 5 Sternen geben. Ja, ein paar Sachen sind nicht so nice, aber ein paar wiederum schon. Die Anleitung ist in großen Teilen ganz cool. Und wisst ihr was? Teilweise stehen in der Anleitung sogar Tricks, die gar nicht hier mit drin sind, aber die richtig krass sind. Beispielsweise, wie man einen Becher voll Cola oder Kaffee oder so in einen Becher voll Münzen verwandelt. Der Trick ist da beispielsweise einfach random drin erklärt, auch wenn nichts dafür mitgeliefert wird im Zauberkasten selbst. Das hat mich ein bisschen verwirrt, aber kostenlose Tutorials haben oder nicht haben, würde ich mal sagen. Vielleicht kauft der ein oder andere von euch jetzt diesen Zauberkasten, egal ob auf Deutsch oder auf Englisch. Aber wichtig ist, egal welche Zaubertricks ihr machen möchtet, wie eröffnet ihr das Ganze? Was für einen Opener macht ihr? Sagt ihr einfach, zieh eine Karte? Oder wie legt ihr los? Schaut dieses Video hier, denn da gehe ich ganz genau darauf ein, was ihr für eure Opener auf jeden Fall vermeiden solltet und welche 5 Opener ich da auf jeden Fall empfehlen würde, zumindest im Bereich Kartentricks. Irgendeinen dieser 5 Opener mache ich immer als erstes, wenn ich jemandem Zaubertricks zeige.